Was für eine schaurige Trophäe. Dieses Herz beweist, dass du den Spinnenkönig besiegt hast. Hoffentlich suchen die Spinnen aus Europa jetzt nicht mehr heim. Hier ist die versprochene Belohnung. 1000 Gold. Sehr gut. Erstmal werde ich noch trainieren. Was ich noch gemacht habe, ich habe meinem Paladin die Fähigkeit Handel gegeben und meiner Schützin die Fähigkeit Sechster Sinn. Handel erklärt sich von selbst, aber Sechster Sinn, da kann man Fallen erkennen. Ich werde hier noch kurz die Fähigkeiten verteilen. Du Bogen. Ja. Da seht ihr es unter verschiedenes Sechster Sinn. Und hier Handel. Geben mir gleich zwei. Sechster Sinn ist vielleicht nicht so wichtig, aber ich habe ihn immer gerne dabei. Und Handel ist sehr wichtig. Zaubern. Okay. Wie ihr seht, kostet es jetzt schon nur noch 21 Gold nach Burg Einfist. Vorher kostet es 25. Das heißt, unser Handel bringt schon was. Hast du irgendwas? Nein. Okay. Hier ist noch jemand, den ihr treffen solltet. Das Schön, ist der Experte am Bogen. Und wieder 2000 Gold weg. Okay. Aber wir haben jetzt drei Experten am Bogen. Das ist sehr gut. Fehlt nur noch unser Hexer. Ah, das werden wir auch bald machen. Und? Oh, wir sind gelb. Wer ist denn da? Ah, Anhänger von Bark. Oh, und da schießt wer auf uns. Das sind Echsenmänner, glaube ich. Ja, Echsenmann. Die schießen auf uns, diese Schweine. Naja, auch gar nicht. Wir schießen ja zurück. Echsenmänner sind eigentlich ziemlich einfache Gegner. Die halten nicht viel aus. Entschuldigung. So. Hey. Hey. Und? Na, komm schon. Tot. Und? Könnt ihr mal zweimal hintereinander treffen? Wäre das so schlimm. Danke. Und du bist tot. Die werde ich nachher einsammeln. Okay, weiter geht's. Das hier ist Burg Ironfist. Wir werden hier ein paar Aufgaben übernehmen. Hier haben wir ein paar Experten. Hier auch. Hier ist der Experte der Axt, wenn ich mich recht entsinne. Hier haben wir zwei Teleporter. Die solltet ihr aber nicht benutzen. Hier haben wir feinste Klinge. Der verkauft Schwerter. Allerdings keine guten. Hier haben wir die Trainingshalle. Da können wir trainieren. Der Rüstungsladen. Mal sehen, hast du irgendwas? Oh. Die wäre schön, wenn ich Geld hätte. Naja. Hier haben wir die Zaubergilden. Die sich ja auf einzelne Zaubergebiete spezialisieren. Na, gehen wir es dem weg. Hier haben wir Archimisten, den Tempel und ein paar Experten noch. Aber wichtig ist vor allen Dingen der Thronsaal. Halt! Wer ist da? Regent Wilbur Humphrey, der erste Paladin und Prinz Nicola Ironfist, Erbe des Thrones von Enroth, residieren beide in Burg Ironfist. Dann besuchen wir sie mal. Meister Nikolai Ironfist, Prinz und Erbe des Throns von Enroth. Servus, Knirps. Langeweile. Dieser Ort ist fürchterlich langweilig. Jeder sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe, und ich darf die Palastmauern nicht verlassen, solange mein Vater verschwunden ist. Königlich zu sein ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ich habe die Burg seit Monaten nicht verlassen. Jedenfalls seht ihr Leute wichtig aus. Was wäre, wenn ihr mir helft, ein paar Tage aus der Burg zu verschwinden? Ich kann euch nicht viel dafür anbieten, aber ich stünde in eurer Schuld. Eines Tages werde ich mich dafür erkenntlich zeigen. Ich bin schließlich immer noch der Prinz. Ich werde durch die Geheimtür gehen und euch draußen erwarten. Na toll. Und Wilbur Humphrey, dem wir den Brief geben. Ich danke euch vielmals für das Überbringen dieses Briefes. Ich war so in Sorge. Naja, das sind keine guten Nachrichten. Oh nein, Verräter. Überall Verräter und Kollaborateure. Ich muss sofort eine Expedition organisieren. Ich vertraue darauf, dass du dem Prinzen gegenüber diesen Brief nicht erwähnst. Er ist schon depressiv und unglücklich genug. Und jetzt muss ich mich um die Organisation der Expedition kümmern. Hier ist ein Sack voll Gold als Belohnung. Das sind dir verdient. Und meine Dankbarkeit, wenn ich nur jemanden wüsste, der weiter nach Lord Kilburn suchen könnte.
5000 Gold, sehr gut. Und Lord Kilburn. Sag, würdest du Interesse haben, ein weiteres Detail für mich zu klären? Lord Kilburn ist in der Gegend von Blackshire verschwunden. Finde heraus, was passiert ist, und bringe mir diese Information. Wenn es wahr ist, dass er von Teufeln erschlagen wurde, dann bring mir, wenn möglich, bitte sein Schild. Ich garantiere dir das Wohlwollen des Hohen Rates, wenn du es benötigst, und deine Entschädigung wird großzügig ausfallen. Oh, toll. Und wir haben noch die Kreuzritteraufgabe. Ich bin der erste Paladin und als solcher bin ich für die Bewahrung der Titel und der Verpflichtungen sowie für die Berufung der Paladine zum Kreuzritter zuständig. Das ist der Typ da. Diejenigen Paladine, die nach einer Aufgabe für die offizielle Beförderung zum Kreuzritter suchen, müssen einer Holdenmeute in Not helfen. Diejenigen, die keine Paladine sind, werden dafür mit dem Titel des Kreuzritters ehrenhalber belohnt und einer nicht unerheblichen Menge Geld. Kehrt mit der beschriebenen Maid zurück und ich werde jeden Paladin, der an ihrer Rettung beteiligt war, in den Stand eines Kreuzritters befördern. Ja, das sind unsere Aufgaben. Die müssen wir für jeden Charakter machen. Ich meine, muss nicht. Und hier ist Nikolai. Der Zirkus. Zum Knasten. Und er ist weg. Jetzt muss ich dieses kleine Frieser noch suchen. Oh, toll. Erst im Zirkus, ich weiß. Aber bis ich dorthin komme, naja, das kann eine Weile dauern. Gut, ich würde sagen, lassen wir es gut sein für heute. Das nächste Mal werden wir uns die Gegend um Burg Ironfist etwas besser anschauen. Da gibt es nämlich noch ein paar Dinge, die sehenswert sind. Ich würde sagen, okay, lassen wir es dabei. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Servus, grüße euch.